Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute reagiere ich auf FitX Fearless, der hier ein richtig geiles Video zum Thema NoFap gemacht hat. Er hat hier das Video zum Thema NoFap gemacht, warum NoFap dich attraktiver macht als die meisten Männer. Ich mag FitX Fearless sowieso sehr, weil er einfach krassen Content liefert, der viel Mehrwert hat, vor allem für Männer. Und ja, deswegen lasst uns da direkt reinstarten. Ich verlinke euch das Video natürlich unten in der Videobeschreibung und dann let's go. Want to get with us. A lot more men respect us. We in better shape. We're stronger. We're smarter. The whole world now respects us. Opposed to the guys who sit up there, phone screen. Hat er recht? Ja, es geht darum, gehst du auf NoFap, dann ist es nicht nur so, dass dich Frauen auf längeren Streaks deutlich öfter auch wahrnehmen werden, sondern du wirst auch mehr Respekt von anderen Männern gezeigt bekommen. Let's go, boys. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. All right, guys, man, welcome back to another YouTube video. Today, I'm here to teach you why NoFap makes you more attractive than most men. Guys, this is 100% facts. I have done this for 365 days straight plus. Ain't nobody can tell me nothing about NoFap. If you have not done it for as long as me, you can't tell me nothing. See, there's a lot of information out there that gives you. Da hat er recht. Ja, warum sollst du dir von Leuten was annehmen, die selber nicht so weit sind wie du, aber sich zum Thema NoFap eine Meinung bilden wollen, die einfach gar keine Ahnung, keine eigene Erfahrung haben? Da sind wir wieder bei dem Thema. Deswegen macht lieber selber die Erfahrung, anstatt sich von irgendwelchen Experten da Meinungen anzunehmen, die irgendwelche Titel tragen, aber selber nie NoFap ausprobiert haben. Half-ass information about NoFap. Oh, it's a, you know, I did it for 90 days. I have done it for over a year. I'm talking about nothing. No touching myself, no watching no videos, not even clips, nothing. And I'm gonna tell you why this makes you more attractive than most men. Let's jump right into the video. Number one, I have drastically improved all parts of my life over the last year through NoFap and no porn. Guys, I know you might think it's cliche. I know. So, ich werde das Video hier nicht zu lang gehen lassen. Wir werden hier immer die Punkte einmal anschneiden. Wenn ihr euch das im Ausführlichen anschauen wollt, einfach mal in die Beschreibung reinschauen. Ich habe euch das Video ja, wie gesagt, verlinkt. Was er hier jetzt erzählt, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, gerade der Punkt, dass du wirklich durch NoFap die Motivation, den Drive bekommst, alles in deinem Leben zu verbessern. Egal, ob es dein Aussehen ist, dein Style ist, deine Finanzen sind, dein Game ist, dein Selbstbewusstsein, wie du dich nach außen präsentierst und verkaufst. Du hast so viele Punkte, die du durch NoFap verbessern wirst. Ich kann das selber genauso auch bestätigen. Da ich ja auch auf NoFap bin nach wie vor, merke ich einfach, dass dieser Drive, besser zu werden, nicht seine Zeit zu verschwenden mit irgendwelchen sofortigen Belohnungen, immer, immer stärker wird. Und ich kann auch nicht einfach nur irgendwo rumsitzen, Netflix schauen oder mich langweilen. So diese Filme, die meisten heutzutage fahren, sinnlos die ganze Zeit feiern gehen. Und das ist für mich einfach nicht drin, weil ich einfach so einen Antrieb habe, dass ich besser werden will, dass ich besser werden muss. Und das ist auch das Einzige, was das für mich erfüllt. Und das kann ich hier einfach so bestätigen. Ja, das heißt, NoFap zwingt dich dazu, besser zu werden. NoFap zwingt dich dazu, die Bereiche in deinem Leben, die noch optimiert werden können, zu optimieren. Ja, da kann ich ihm zu 100% zustimmen. Und das macht hier einen sehr, sehr großen Unterschied. Er hat einen weiteren Punkt genannt. Und zwar hören wir uns das Ganze mal an. You less timid and more courageous. Part of why my whole life has improved over the last year. It's because I now have no, it's like no anxiety. It's like I had the. Ganz, ganz interessanter Punkt auch hier. Er sagt, NoFap macht dich weniger ängstlich und selbstbewusster, beziehungsweise es gibt dir einfach die Möglichkeit, das, was du sowieso machen willst, einfach zu tun. Ohne zu viel darüber nachzudenken, was könnten jetzt andere Menschen darüber denken, was könnten da jetzt andere zu sagen. Du machst es einfach, weil du dich einfach geil fühlst, gut fühlst, weil du dich männlich selbstbewusst fühlst und du bist einfach so, dass du nach vorne gehst, dass du nicht mehr so dieser introvertierte Typ bist, der so nicht so richtig weiß, was er machen soll, sondern du wirst durch NoFap tendenziell einfach mehr nach draußen gehen, mehr die Sachen machen, die du tun willst und vor allem das Thema soziale Ängste, ja, was viele haben, was ja auch durch den Pillkonsum ausgelöst wird. Das löst sich komplett auf, nach und nach durch das Thema NoFap. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass du vor allem auch die Dinge, die du im Leben verändern möchtest, dann endlich angehst und dich traust, einfach dazu zu stehen, was du eigentlich in deinem Leben haben möchtest. Ja, auch ein sehr wichtiger Punkt hier von ihm. Dann hier der dritte Punkt. Hören wir da mal rein. Number three. It teaches you sexual discipline and life discipline. Guys, sexual discipline as a man. Oh my God. If you can control your sexual urges as a man, what in the world can stop you? Tell me.
Ja, recht. Ja. Wenn du deine Triebe unter Kontrolle hast, beziehungsweise deine Energie kontrollieren kannst, was kannst du dann nicht im Leben erreichen? Wenn du das unter Kontrolle bekommst und da Disziplin aufbaust, dann kannst du in allen Bereichen deines Lebens Disziplin aufbauen, weil das der schwierigste Bereich ist von allen. Und da hat er auch recht, dass hier NoFap dir beibringt, Disziplin aufzubauen. Ja, du musst lernen, mit diesen Urges umzugehen. Du musst lernen, wie du das Ganze in andere Bahnen lenken kannst. Im Bereich Training, im Bereich auch zum Beispiel natürlich kalt duschen oder auch in dem Bereich Dating, dass du da mehr machst. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie du die Energie lenken kannst. Du kannst es auch mit Meditation und anderen Formen lenken. Also es gibt da viele Möglichkeiten und du wirst lernen. Übrigens sehr interessant. Er ist auf NoFap und wer hätte es gedacht, der gute Fitix Feles meditiert selber auch. Ja. Kann man auch sehen, wenn man sich das Video hier über einen längeren Zeitraum anschaut, wo hier alles detailliert noch mit erklärt ist. Er meditiert auch. Ja, das heißt, NoFap und Meditation, das passt einfach perfekt zusammen. Und hilft dir auch ein bisschen von der Energie umzuwandeln, aber es gibt noch bessere Techniken. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit für den Kanal. Deswegen, wir wollen ja hier schauen, was NoFap ja im Grunde für uns Männer bringen kann, warum wir das machen sollten, warum du NoFap brauchst in deinem Leben. Ja, wenn du endlich einfach mit 120% aufgeladen durch dein Leben gehen willst und nicht mehr immer so in der Komfortzone mit angezogener Handbremse durch dein Leben fahren möchtest. So, wir schauen mal weiter zum nächsten Punkt, den er hier noch genannt hat. Auch sehr interessant. Actually decreases your refractory period and helps you maintain erections longer. This is crazy. Er hat hier in diesem Video auch nochmal beschrieben, dass nachdem er sogar beim S3X ejakuliert hat, trotzdem noch weitermachen konnte und die Erektion immer noch bestanden hat, dank NoFap, und er Frauen viel attraktiver findet, ja, und auch keine Probleme mehr mit dem P-Konsum hat, weil das ist ja das große Problem. Wenn du noch P-süchtig bist, dann gibt es halt auch einen langen Zeitraum, das kann auch wirklich lange Zeit dauern, bis dein Körper sich wieder sensibilisiert und erholt hat. Das kann sogar nicht nur ein paar Wochen, sondern tendenziell mehrere Monate bis zu Jahre dauern, je nachdem, wie schlimm das Ganze bei dir war. Tendenziell aber eher mehrere Monate, bis dein Körper sich wieder erholt hat von dem P-Konsum. Und ja, und da hat er einfach recht, ne, dass es traurig ist, wenn du dann quasi eigentlich im richtigen Leben dich ausleben möchtest, du datest gerade und dann funktioniert es halt nicht. Ja, und du musst dann irgendwie erst auf Toilette gehen und dir irgendwas hier über dein Smartphone erstmal anschauen, ja, um überhaupt erstmal in Gang zu kommen und dann dich ausleben zu können. Das ist echt traurig, wenn das so weit ist. Und sei dir eine Sache bewusst, wenn es so weit ist, dann musst du dringend, nicht nur dann, du musst auch sonst auf NoFap gehen, aber dann ist es höchste Zeit, was zu verändern und endlich auf NoFap zu gehen, ja. Weil das ist ein Gefühl, das will kein Mann, ja, erlebt haben. Und da hat er recht, hier, hat auch schon so indirekt durchschauen lassen, dass es bei ihm in der Vergangenheit auch mal so war und jetzt halt sich komplett verändert hat. Und ja, das heißt, NoFap hilft dir auch, dass du schneller, nachdem du gekommen bist, direkt wieder kannst und wieder kannst und wieder kannst, kann ich selber auch so bestätigen. Es hilft dir, dass du auch härtere und längere Erektionen haben kannst und einfach auch viel mehr Lust hast auf den Themenbereich S3X und dass deine Leistungsfähigkeit sogar auf lange Sicht zumindest, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, aber auf lange Sicht zumindest erhöht wird. Ja, also sehr, sehr interessant. Er hat hier auch noch mal ein Buch gezeigt. Ich gucke gerade, wo. Hier hat er es genannt. Das scrolle ich noch mal hin. Da hat er auch gesagt, dass gerade für den Bereich das Buch sehr, sehr interessant ist. Finde ich lustig, weil ich habe dasselbe hier auch in Deutsch. Ja, ich habe das hier auch noch mal. Hier sind ja einige Erfahrungsberichte, Studien drin, was auch noch mal genau erklärt, was das Thema P-Konsum mit deinem Gehirn veranstaltet. Also kann ich selber auch empfehlen. Ja, auch ich habe da auf jeden Fall einige Sachen ja nachgelesen und noch mal mir, um das mir vor Augen zu führen. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, liest dir auf jeden Fall mal durch. Ja, und da hat er auf jeden Fall recht. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einige Punkte, die er hier genannt hat, warum NoFap dich besser macht als die meisten Männer, die er hier aus seinen eigenen Erfahrungen nach weit über einem Jahr NoFap bestätigen kann. Und der Fitix Feles, der macht es ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, so, dass er eine Rotation fährt. Das hat er mal in anderen Videos auch erzählt, dass er quasi über Wochenende sich auslebt und unter der Woche dann halt im, ja, man könnte sagen, im Monk-Mode ist und sich auf sein Business, sein Training und die Sachen konzentriert und dann am Wochenende halt sich auslebt, ja, und er ist auf klassischen NoFap, ja, das heißt, er legt keine Hand an, er schaut keine Filme an online und lebt sich halt einfach mit Frauen normal aus und das ist halt am Ende des Tages eine Möglichkeit, wie man mit NoFap umgehen kann.
Und man sieht ja auch, er hat sich auch mega krass entwickelt, hat alles aus sich rausgeholt und ist immer weiter am Aufbauen. Und diese Motivation, die muss ja auch irgendwoher kommen, ne? Und da sehen wir wieder, die Motivation kommt von NoFap. Er hat ja auch nochmal in dem Video gesagt, er nimmt sich von niemandem mehr irgendwas an, der über das Thema redet und selber nicht das Ja aufgestellt hat. Und man kann ihn auch nicht mehr umstimmen. Das Thema Hand anlegen und P-Konsum, es hat keinen Nutzen für dich und jedermann sollte darauf verzichten. Und da stimme ich ihm auch zu. Und ich wollte einfach hier mit diesem Video nochmal ein wenig, ja, mehr darüber nochmal einfach berichten, dass hier natürlich auch im amerikanischen Raum das Ganze schon viel weitergetragen ist als bei uns im deutschsprachigen Raum. Allerdings, ja, interessant, dass er das auch schon so lange lebt und dass er da auch schon so erfolgreich ist. Und man sieht ja auch, dass es bei ihm die Erfolge, deutlich, deutlich, deutlich mehr intensiviert hat. Und er einen mega krassen Körper aufgebaut hat, viel mehr Geld verdient hat, krass genetzwerkt hat, viel hübschere Frauen gedatet hat. Alles dank NoFap und natürlich den anderen Sachen, die er auch noch mit integriert hat, wie zum Beispiel Meditation, sein Training und so weiter. Das heißt, er ist auch jemand, der sehr an sich selber, an seinem eigenen Wert arbeitet. Und wenn du das Ganze möchtest und das selber immer noch nicht geschafft hast, endlich mal die 90 Tage aufzustellen, was übrigens jeder geschafft haben sollte und darüber hinaus natürlich auch noch viel mehr. Wenn du da immer noch Probleme hast und es dir einfach nicht wert bist, mal in dich selber zu investieren und mal auf diesen blöden Button unten zu klicken, ja, und dich mal für ein kostenloses Erstgespräch zu bewerben, dann ist dir wirklich auch echt nicht mehr zu helfen, weil es ist so eine einfache Sache, einfach mal draufklicken, alles eintragen und abschicken und dann wirst du ja sehen, ob wir dann auch ja, miteinander arbeiten können, wenn die ganzen Bedingungen gegeben sind, wenn du qualifiziert bist. Aber es ist so eine einfache Aufgabe und es ist so viel Mehrwert, den du bekommen kannst, wenn du dann die Stunde kostenloses Beratungsgespräch von mir bekommst, die dein Leben verändern kann und dann natürlich vor allem auch die Möglichkeiten, die sich dann ergeben, wenn du die Sachen vor allem umsetzt, ja. Muss dir mal vorstellen, warum braucht denn jedermann das Thema NoFap? Warum ist es so wichtig, dass jedermann auf NoFap gehen sollte? Weil es dein ganzes Leben verändert, Mann. Weil du vorher, du lebst gar nicht richtig, wenn du nicht auf NoFap bist. Du hast soziale Ängste, du hast Depressionen, du kriegst nicht mal richtig einen hoch, so wie es normalerweise sein könnte, ja, wenn du dich mit Frauen auslebst. Du hast auch gar keine Motivation, auf Frauen zuzugehen. Du bist vollkommen unter deinem Potenzial, auch was deine Männlichkeit angeht, ja, auch was die Motivation und den Drive angeht, den du haben könntest. Auch die Leute, die immer erzählen, ja, mein Gott, ich lege Hand an und trotzdem bin ich erfolgreich und trotzdem mache ich so viel Geld und bla bla bla. Das ist schön, das ist cool für dich, aber stell dir mal vor, wenn du auf NoFap wärst, ja, anstatt dir das immer schön zu reden, ja, und immer so zu rechtfertigen, deine eigene Sucht, versuch dann mal die 90 Tage durchzuziehen und ich verspreche dir, du wirst dich energiegeladener fühlen, wenn du die gesamten 90 Tage sauber, ohne Edging, ohne P-Konsum, ohne Hand anlegen, komplett durchgezogen hast, dann wirst du merken, dass sich dein Dopaminsystem neu aufsetzt, dann wirst du merken, dass dein Belohnungssystem auf einmal wieder richtig funktioniert und du es mit Leichtigkeit hinbekommst, die Sachen, die du tun solltest, endlich auch umzusetzen, ja. So, und deswegen, wenn du es immer noch nicht gemacht hast, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like mit am Start. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.